Hallo und willkommen zurück bei Ark auf der PlayStation 4. Und ich habe Malosaurus, das ist jetzt nicht derjenige, den wir gefangen hatten, weil ich war ja da oben und der hing an einem Baum fest. Und dann habe ich vorsichtig, ganz vorsichtig, versucht den Baum abzuschlagen. So, zack, zack. Baum war abgeschlagen und zack, pff, du hast einen Allosaurus getötet. Mhm, alles klar. Naja, dann war noch ein anderer hier um die Ecke und dann habe ich den gefangen. Und zufälligerweise war auch, als ich da am 10 war, hier noch ein Skorpion da. Den habe ich mir auch natürlich sofort geschnappt, weil mein Alter ist ja verschwunden. Heißt hier ist Top German Winner. Ich muss noch mal gucken, wie mein alter Skorpion hieß. Das habe ich total verpeilt. Allosaurus braucht auch noch einen Namen, muss ich mir noch überlegen. Aber ja, jetzt sind wir auf jeden Fall wieder gut ausgerüstet. Jetzt muss ich hier erstmal ganz kurz gucken. Was mache ich denn bei dem hoch? Naja, dich kann man ja auch irgendwann mal besatteln. Hier ist mein Dingsy und hier ist mein Allosaurus. Könnte ich einen Sattel machen? Beziehungsweise das erlernen. Jetzt müssen wir nur irgendwie heile nach Hause kommen. Erstmal. Deswegen, ich möchte nicht fliegen, weil sonst haue ich den noch ab und ich verliere die. Jetzt kommt bitte alle mit. Yep. So. Sehr schön. Jetzt haben wir auf jeden Fall einen großen Beschützer bei uns. Jetzt fehlt nur noch der T-Rex. Und hier natürlich dieser Megasaurier da. Aber, ja. Das könnte noch ein bisschen dauern. So. Ich habe auch, ihr seht, nur noch zwei Betäubungspfeile gehabt. Wurde echt eng. Jetzt gehen wir mal hier wirklich querbeet. Ich habe den sogar schon getötet. ja, jetzt müssen wir hier echt erstmal heile nach Hause kommen. Huch! Und schauen, dass uns nicht noch ein T-Rex oder so vor die Nase hüpft. Auf jeden Fall kommt ihr alle mit, das freut mich. Wir sind auch noch auf normal aggressiv gestellt, glaube ich. Also halt in der näheren Umgebung. Alter, ist der groß. So, jetzt können wir hier langsam mal nach Hause gehen. Sind ja immer die gleichen hier. Gerade. Das beruhigt mich ein bisschen. Vielleicht sollten wir mal ein bisschen ein paar Bären einsammeln, weil mir ist das Narkosemittel jetzt doch ein bisschen arg ausgegangen. Boah, sieht aber alles recht gemütlich aus. Ihr seid auch nicht zu überhören, dass ihr mir folgt. Na toll, jetzt nehme ich Steine mit. Das war jetzt noch nicht so geplant. Gehen wir mal hier runter. Ja, ich muss natürlich auch viel, viel bauen, aber ich bin mir halt so unsicher, ob Bauen euch wirklich gefällt. Die meisten sagen, ja, es gehört doch dazu. Die anderen sagen, nee. Ist immer so schwer, alle glücklich zu machen. Muss ich echt mal schauen, wie ich das in Zukunft handle immer noch. Weil ich komme offscreen selber kaum zum Spielen. Ein paar Narkobären wäre noch schön. Das ist der ganz andere Kram, den ich gerade einsammle. Ich bin doch gleich bestimmt komplett überlastet wieder, ja. So. Da sind wir doch gleich schon zu Hause. Es geht ja recht fix. Waren ja nicht so weit weg. Fehlt wirklich nur noch der T-Rex. Ich hoffe, hier war jetzt nicht schon wieder irgendein Massaker oder so. Doch, sieht noch belebt aus. Alles da, alles gut. Ich sollte auch mal mit Sarik schwimmen gehen. Was macht eigentlich mein Beet? Bestimmt ist der ganze Dünger schon weg oder so, ne? Nicht gedüngt. Stimmt, ich habe noch gar nichts gedüngt. So, einmal bitte alle antanzen. Euer neues Zuhause. Ach, meine Güte. Alter, ist der hoch. Alter, ist der groß. Ich fand den anderen hübscher, aber egal. So, was brauchte ich jetzt nochmal? Hier, ein neues Narkosemittel. Was haben wir denn jetzt hier als eingesammelt? Ein Narkobären. Oh, so viel ist es nicht. Wir können zwei herstellen. Herzlichen Glückwunsch. Verdorbenen Fleischmangel ist ja nicht bei uns, ne? Zack. Schon wieder voll. Naja, dafür für den getöteten Allosaurus habe ich hier wieder ein bisschen Futter bekommen. Wie sieht es hier aus? Oh, alles voll. Können wir alles schön rein. Nee. Feuerstein wollen sie nicht essen. Das könnte ein bisschen wehtun in den Zehen. Da. Tittobären, Armerbären. Rein damit. Ist auch da rein. Ja. Also Futter habt ihr auf jeden Fall genug. Was hast du jetzt eigentlich eingesammelt? Irgendwie habe ich noch gar nicht nachgeguckt. Ah, der hat doch noch ein Narkosemittel. Ups.
Chitin, ah, sehr gut. Nahkampfschaden. Das brauchst mich nicht rammeln, du. Das brauchst du nicht. Alter, Schwede. Hat hier noch irgendjemand irgendwas eingesammelt? Glaub nicht, ne? Hattest du nicht noch was? Keratin. Und ganz schön viel Fleisch hast du. Naja, bist ja auch ein großer Junge. Machst ganz schön viel Level up. So. So, jetzt können wir nochmal kurz hier hingehen. Ne, kann das Keratin hier rein? Ja, ne, wegen Zement und so, ne? Wobei ich brauchte das auch für die nächste Rüstung, wäre das sinnvoll. Mann. So. Alter, ich bin ich brauche ein Lagersystem langsam. Das wird mir langsam ein bisschen zu viel. Narkosemittel haben wir echt nicht viel. Das gefällt mir nicht. Was brauchen wir nochmal? Narkobären. Ah! Wir noch einen T-Rex fangen. Der fehlt mir in meiner Sammlung. Dazu brauchen wir noch ein paar Bären. Na? Wobei, das mir richtig aufgefallen ist, dann sind das diese Sträucher hier, die eher Narkobären geben. Natürlich jetzt nicht. Ah, da, drei Stück. Na toll. Wieder zwei. Eieiei. Was will ich eigentlich mit 10.000 Fasern? Mal ganz im Ernst. Warum? Braucht kein Mensch. Da, wieder Narkobären. Sehr schön. Ja, klar. Könnte man alles vorbereiten und so, aber nö. So. Wie haben wir jetzt? 24. Das reicht für drei Stück oder so. Können wir trotzdem mal zurückgehen. So, Tintobeeren-Samen. Ja, ihr wollt auch, dass ich viel, viel mehr hier mit Beeten arbeite und so. Klar, kann ich verstehen. Obwohl, nee, kann ich nicht verstehen. Das dauert zu lange, bis da was passiert. Aber okay. Hier müssen auf jeden Fall mehr Kotthaufen rein. Muss ich demnächst auch nochmal fleißig sammeln. So. Da. Mhm. Medizin. Verdorbenes Fleisch, ja, da haben wir ja genug von. Alle herstellen. Sechs Stück ist jetzt nicht die Welt, aber gut. Können wir nebenbei noch schon mal Pfeile herstellen. Die sind mir ja auch ausgegangen. Die brauche ich ja für meine Betäubungspfeile. Da. Ja, gut. Muss erstmal lang. So, ich hoffe, das wird für den Rex reichen. Ansonsten haben wir ein Problem. Habe ich noch Fleisch im Inventar jetzt? Ja, klar. Ach Gott, erstmal die ganzen Bären nochmal ablagern. Sonst wird das schon wieder viel zu viel. Stimmbären, das kann man ja für was anderes noch verwenden. Habe ich gesehen. Alter, was seid ihr denn alle so laut? Mann. Doch nicht die klügste Idee, die allein zu sammeln. So, da sind Bären. Bären. Oh Gott. 200.000 Fasern. Gewehrmunition. Jo, jo, jo. Passt schon. Gut. Gut, gut. Ein Schutz mitzunehmen wäre natürlich was, aber es geht auch so. Ach, Moment, muss ich kurz meine Wasserflaschen auffüllen. Noch nicht mal die haben gelangt. Als ich da unten war. So, und wieder zurück. Perfekt. Tada! Wir sind zu schwer, wa? Hängst du jetzt wirklich an dem Baum fest? Nee, du bist komplett überladen. Entschuldigung! Ja. Ich entlärme mich ja nochmal. Meine Güte. Nochmal kurz auf Klo gehen. Klar. So viel Stein. Kann doch noch nichts werden. Entschuldigung. Wo bist du jetzt hin? Da. Renn doch nicht mal weg. Boah, falscher Knopf. Komm. So. Auf geht's. Nächste Jagd. Oh, da links ist ein Drop. Aber ich glaube, das ist ein Level 5 Drop mal wieder. Hier ist heiß. Warum ist es ständig heiß? Ja, wegen der Lederkleidung, ich weiß. Ist es immer noch Level 5? Aber warum hat er so einen Ring? Ah, hier können wir mal gucken gehen. Sind ja nah und zu Hause. Wenn hier was schief geht, dann kriege ich meine Sachen wenigstens einigermaßen zügig wieder. Uppa! Das
Jetzt habe ich ihn reingeklemmt, wa? Ach, der Regen ist wahrscheinlich, weil das gleich verschwindet. Und ich kann davon nichts gebrauchen. Obwohl, außer die Leuchtpistole, die habe ich aber noch nicht gecraftet. Gut, die können wir mitnehmen. Ah, weg ist es. Wo ist er denn? Da, was machst du denn da hinten? Ja, komm. Komm. Lass mich dich reiten. So. Oh Gott, ich hätte mal was trinken sollen. Jetzt muss ich jetzt. Oh, jetzt muss ich mein Trinken ja jetzt schon nehmen. Ich bin auch so ein Held. Und sag dir nix. Mann! So ist es. Die Suche nach dem T-Rex. Was geht da ab, Alter? Wie viele Viecher sind denn da? Okay, jetzt, wo ich die Allosauren getötet habe, die paar, ist die Population hier einfach mal so sprunghaft sich angestiegen. Auf das Zehnfache. Puh, wo finde ich denn jetzt hier einen T-Rex? Ich habe auch ehrlich gesagt nicht schon wieder Bock, im Wald zu kämpfen. Du bist ein Kano. Oder? Ja, definitiv. Viel zu klein, Kopf! Da war ein Raptor. Das Geräusch kenne ich doch. Oh, deine Ausdauer. Entschuldigung. Eieieiei. Ich meine, ich briere mich auch immer wieder selber in die Scheiße. Komplett die Ausdauer fast verbraucht von ihm und hänge hier mitten über den Urwald. Wenn ich hier lande, dann ist wieder Arschlecken. Das heißt, ja. Essen können wir mal kurz. Versuch da oben auf diesen Hügel zu kommen, auch wenn der mir nicht sehr friedlich aussieht. Obwohl, ich bin mir nicht sicher. Das. Obwohl, die könnten friedlich sein. Links auf jeden Fall, rechts vielleicht auch. Okay. Eieiei. Wollen wir doch mal kurz hier ansatzweise hoch, kurz mal Gas geben. So. Okay, da ist friedlich, da ist gut. Kurz anhalten. So, puh. Ist immer noch ein T-Rex hinten. Kann denn einer sein? Ja, auf die Berggegend habe ich nicht so sonderlich Bock. Na, was sagt denn der Drop hier gleich? Können wir mal reingucken. Vielleicht. Vielleicht. Je nachdem, was hier. Da ist ein Raptor. So viel zu da. Können wir reingucken. Was ist denn da links? Also, ein Raptor in der Nähe möchte ich nicht haben. Was bist du? Ein Kano. Okay. Kurz ein bisschen langsamer fliegen. Obwohl, naja, Ausdauer haben wir noch. Was ist denn hier für eine coole? Da ist es da. Da ist schon wieder ein Artefakt oder wie auch immer das man das nennen soll. Irgendwas trampelt hier vor, hinter mir her. Ja. Nee. Was haben wir jetzt hier unten? Ein Kano schon wieder. Und ein Artefakt. An welches ich gerne ran möchte. Wenn ich das schon mal sehe. Ist hier oben los? Okay. Na, lauter Dodos. Ich hab Angst. Komische Geräusche. Vom Prinzip her dürfte mir hier oben nichts passieren, außer es kommt einer von hinten und schubst mich runter. Und der Kano muss weg. Du kommst hier nicht hoch, du kommst hier nicht hoch, du kommst hier nicht hoch, du kommst aber auch voll in die. Oh. Ich habe ja auch gut was abgezogen. Scheiße. Komm schon. Jawoll. Oh, das war aber schnell. Können wir vielleicht da runterfliegen. Ohne dass uns da unten jetzt irgendwas sofort auffrisst. Ich mache bewusst gerade langsam. Oh, da hinten beim Bronto ist was los. Aber ich hier trotzdem. Irgendwas. Ah! Irgendwas ist da. Was ist da? Ist das ein Rex oder ein Allo? Oder ein Kano? Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ja gut, wird mir eben nicht angezeigt, was es war. Egal. So, was haben wir denn hier? Was ist denn da jetzt? Der macht ihn auf jeden Fall gut fertig.
Das ist ein Kano. Kopfstoßer. Bringt mir nicht viel. Moment, das hattest du eigentlich im Inventar drin? Du hast wen gegessen? Schweinerei! Achso. So, komm ein bisschen was mit. Ja gut, das reicht erstmal. Meine Güte, wir müssen gleich wieder komplett überladen. Du hast ja jetzt schon Probleme. Ja, war ja klar. Was können wir denn hier kurz mal fallen lassen? Vielleicht. Gott. Okay. Ja, was mache ich denn da? Aufteilen bringt mir nicht viel. Guck mal, wir kacken Pakete. So, jetzt geht's wieder. So, wollen wir noch mal kurz hier ein bisschen weiter gucken. Hui. Okay, der Kano kämpft da immer noch. Was wird denn jetzt hier gelandet? Im Endeffekt war ja hier hinten immer noch der Raptor, glaube ich. Wenn ich grob kombiniere. Ah, nicht schon wieder diese Fliegenviecher. Aber wo ist denn jetzt ein Rex? Auf jeden Fall geht hier die Party ab. Hier ist echt was los. Gut, dass ich hier nicht lebe. Ich glaube, dann hätte ich ständig ein Problem an der Hacken. Gut, gut, gut. Okay, denn an den Drop da, das kann ich glaube ich knicken. Da oben ist noch der Kano. Ja gut. Dann würde ich sagen, machen wir eine Folgenpause und suchen nächste Folge weiter. Ich hoffe, ich brauche einen Rex. Ich will einen Rex haben. Und ja, lasst eine Bewertung da. Würde mich freuen, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.